Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 zu dem Masterneed. Gegen V-Rest. Wieder so ein verkappter Masterspieler. In der Master League, aber ohne das entsprechende MMR. So, aber diesmal ein Protoss, ne? Also, was heißt diesmal? In der letzten Folge war es auch schon ein Protoss. Aber ich hab wahrscheinlich schon wieder die Wall verkackt. Aber hey, ist nicht so wild. Eigentlich hätte ich mal Lust wieder auf einen Adept-Opener. Machen wir einfach mal. Ah, das ist doch okay mit der Wall. Wir spielen einfach mal Adept. Adept Phoenix. Vielleicht mit dem Oracle vorweg. Gas, alles normal. Ja, ist nicht ganz ideal, die Wall, aber hey. Einen Chronobus können wir uns hier leisten. Scoutet mich. Quatsch, wir brauchen überhaupt keine zusätzlichen Pylonen. Ich bin ganz gern gewusst, was da kommt. Ah, mein Timing ist nicht richtig. Er ist schlicht und einfach falsch. Gebt uns einen Auftrag. Unser Denken gleicht sich. Ich glaube, es war zu früh geschält. Ja, Exekutor. Wir sollten den Schild uns übrig behalten. Vorwärts. Nur die Gläubigen nicht. Er hat auf jeden Fall die Echse. Oh, oh, zu spät. Aufhalten. Mein Nexus ist auf jeden Fall deutlich früher als meiner. Dimensionalstränge abgestimmt. Ah, Pylon werdet fertig. Was wünscht ihr? Noch schöner gewesen, den auch bekommen hätten. Prisma Kern online. Ich bin hier. Ihr benötigt unsere Schicksale sind vereint. Es ist vorherbestimmt. Der Weg ist klar. Schade. War ich zu langsam?
aber es wird auf jeden Fall ein Blink-Push. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, wobei... dreht sich gar nicht. Oh, oh. Ja, wenn jetzt die Tees gleich da sind, dann habe ich verloren. Kann ich jetzt nicht ändern. Sie brechen durch. Mein Leben für Ajur. Peradak. Navaras. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich eigentlich eine... Warum bist du da wieder hin? Anan Pogal! Hab ich eine Twilight-Kampf inzwischen gebaut? Nee. Brauchen wir aber dringend. Sonst bringt mir das hier alle gar nichts. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Orakel empfangsbereit. Mein Leben für Ajur! Hier steht hier aber noch eine Eco. Der dritte ist deutlich früher als meine. So, wir brauchen seine Charge dringend. Plus 1. Auf jeden Fall Blink, wie wir gesehen haben. Die Sterne Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben! Ihr habt nicht genügend. So, wir brauchen auf jeden Fall das Ding. Wir würden sogar so ein Ding bauen wollen. Wobei er natürlich regelmäßig scoutet, deshalb. Ein Omen? Es ist vorherbestimmt. Unsere Schicksale sind vereint. Mineralienfeld erschöpft. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Ja, aber die sollten eigentlich jetzt fertig werden, oder nicht? Nicht genügend Mineralien. Ja, sind sie. Ha! Schnell nochmal einmal draufklicken. 1-0, oder? Ist durch. Nee, ist es nicht. Habe ich auch noch eine Probe gefunden. Wir deuten. Upgrade durchgeführt. Mal noch 1-0. Viele Bases hier. Das wollen wir eigentlich nicht so richtig zulassen, weil seine vierte ist deutlich weiter als meine.
plus 2, sonst ist der Push schwach. Ach komm, ey, werd fertig. Ein bisschen viele Zealots, habe ich das Gefühl. Komm. Mein Gott, dauert das ewig. Ist durch. In Einigkeit. Mein Leben für Ajur! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Ich vernahm eure Sinne. Na dann, verwendet mich! Wir sind die Kühe. Der Kampf ist gut für unser Land. Der Fight läuft ja mal so gar nicht. Nicht da stehen bleiben! Krieg nicht mal die Base, oder? Das ist schlecht. Weil darauf war eigentlich alles aufgebaut. Und jetzt haben wir nicht mehr die Base gekriegt. Ja, können wir die T-Schreiben. Brauchen wir ja nicht weitermachen. War ein sehr passiver Gegner, aber kann man ihm jetzt auch nicht so wirklich vorwerfen, denn ich war jetzt auch nicht so aktiv. Ist mal ein kleiner Ausflug da. Ja, also ich hätte mich da besser zurückziehen sollen. Ich glaube, dann wäre das auch gar nicht so wild gewesen, aber das ist immer, ich weiß überhaupt nicht, wo mein Gegner steht. Das ist eigentlich eine meiner größten Schwächen. Mal abgesehen davon, dass ich immer zu wenig Gatebase baue. Aber dass ich nicht weiß, wo mein Gegner ist, kostet mich auch echt viele Spiele. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, beim nächsten Mal wieder vorbei. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Und jetzt erstmal schon wieder einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.